Am späten Dienstagabend ist eine groß angelegte Suchaktion auf dem Neckar angelaufen, nachdem ein junger Mann in den Fluss gefallen war. Gegen 23.15 Uhr bemerkten drei Angler, dass in der Nähe der Holzbrücke zwischen Zeppelinstraße und Inselstraße beim Stadtteil Sirnau eine Person im Neckar treibt. Ein 21-Jähriger sprang sofort ins Wasser und versuchte vergeblich, den Mann zu erreichen. Bis kurz vor 2.30 Uhr suchten starke Kräfte der DLRG und der Feuerwehr Esslingen mit Booten den Neckar ab. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die DLRG setzte außerdem Taucher ein. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 17-Jähriger zusammen mit vermutlich einem 18-Jährigen auf einem Treppenabstieg zum Fluss hochprozentigen Alkohol konsumiert hatten. Beim Aufstehen verlor der Ältere wohl das Gleichgewicht und stürzte in den Neckar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Suche nach dem Vermissten wird nun von der Wasserschutzpolizei übernommen.